Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zur Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls, einer weiteren Folge. Und ja, wir sind mittendrin. Statt nur dabei. Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? So, wir können hier rumlaufen. Irgendwas ist hier passiert. Die haben irgendwie so eine Art Portal geöffnet, so wie die gesagt haben. Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, ja, ich kann durch. Ja, entschuldige dich mal. So, mein Name ist Alan Page. So, ich darf durch. Alter, wie geil das aussieht. Oh, krass, ich freue mich schon sehr auf Detroit Become Human ist ja auch von Quantic Dream. Das ist ein Albtraum. Die Messwerte machen keinen Sinn. Also. Gibt alles keinen Sinn. Ich will wieder aufwachen. Boah, was ist denn hier los? Und die Gamescom ist ja voll im Gange und die haben gesagt, dass halt die Entwickler. Es ist unmöglich einzugehen. Die, Alter, so viele Stimmen. Die Entwickler haben gesagt vom Detroit Become Human, dass es wieder so wie Heavy Rain mit mehreren Charakteren und so. Und da bin ich sehr gespannt drauf. So. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Da hat sie recht. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Pass auf dich auf, wäre jetzt angebracht. Vielleicht. Ich schaue mich erstmal um. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ich hab auch Schiss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Steuerung ein bisschen vergessen. Es ist schon ein bisschen her, wo ich gespielt habe. Alter Schwede. Ich guck mich einfach mal ein bisschen um. Wie gesagt, ich habe die Steuerung total vergessen. Es ist schon so lange her, wo wir es gespielt haben. Ich glaube, 2 Wochen jetzt. Deswegen, also nicht wundern, wenn ich mal eine Taste falsch drücke oder so. Ja. So. Ich würde doch da nicht reingehen. Ah, Lüft gibt's ja auch. Aha, guck an. Aha, gibt's eine leckere
Appelschorle. So, Administration, Archivs und Dokumentationen, Informationen, Desk und Cafeteria. Cafeteria ist gut. Cafeteria ist immer super. Electronic Deployment, Laser-Applikationen, Robotik-Technologie und Laboratorium. Ich glaube, da müssen wir rein. Restricted Area. Ich glaube, das wird spannend, Alter. Das. Also ganz ehrlich, wenn so Outlast 2 aussieht, dann Halleluja. Und am besten noch mit VR, dann ist alles okay. Allein die ganzen Horrorspiele, die ich jetzt schon vorgestellt bekommen habe in der Let's Play Live Show Gruppe auf Facebook. Ja. Übrigens hier der Fleck auf dem Boden, den ihr hier seht. So ungefähr sieht gerade meine Unterhose aus. Ja, und auch später, wenn ich dann weitere Horrorspiele spiele wie Ende des Monats. Ich weiß nicht, warum ich sowas immer spielen muss. Ich habe keine Ahnung. So, wir drücken mal auf G. In der Hoffnung, dass der Fahrstuhl kommt. Ja, ist doch klar. So, wie rufe ich denn... Ah, okay. Ich muss natürlich jetzt erstmal... Kann ich hier? Ah, ich kann hier, okay. Nach unten bewegen. Ah, ja. Wie gesagt, ich muss die Steuerung erstmal reinbekommen. Ist ein bisschen her. Eieieiei. Nein, das wollte ich gar nicht. Wie war das nochmal? So, jetzt geht das. Geht das jetzt? Kann ich jetzt hin? Ah, okay. Guten Abend, Sven, ich grüße dich. Willkommen zum Live-Let's Play. Ich da. Ich möchte es nur mal anmerken, das sieht sehr beruhigend aus, ja? Das sieht alles sehr, sehr beruhigend aus. Wie alt mag sie da sein? 17? 15? Alter. Nie im Leben würde ich da reingehen. Auf keinen Fall. Keine Ahnung, ob das jetzt... Hallo? Na, was... Irgendwie möchte das Spiel gerade nicht. Ich habe keinen... Hallo? Muss ich einen Strahl Richtung Kopf leiten? Kann das sein? Ich glaube ja. Ah ja. Komm schon! Er ist also durch die Kiste gestorben. Warum auch immer. Von irgendetwas. Ich will hier nicht sein. Ich, nein. Ich möchte nicht runterfahren. Hallo? Darf ich bitten in den dritten? Da ist übrigens der Resident Evil Gedächtnisaufzug. Resident Evil 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will hier nicht sein. Oh Gott, ich möchte hier nicht sein. Wenn ich das mal so anmerken darf, ich möchte hier einfach nicht sein. Es sieht so ungemütlich aus. Hallo? Alter! Nur noch mehr Tod.
da drin? Lass mich los. Gut, gut, gut. Haben wir hier irgendwas? Ich guck noch mal eben, ob irgendwie... Kann ich eigentlich rennen oder so? Nee, ne? Nö. Wir gehen spazieren, als ob es ein Sommertag wäre. So, ist alles rot am Leuchten. Kann ich denn jetzt hier... So. Na. So. Jetzt an ihm vor... Hallo? Nein, da darf ich nicht lang. Okay, ich muss hier rum. So. Eieieieiei. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das scheint aber auch wieder in einer Vergangenheit zu... Alter, was? Warum ist der aufgestanden? Ich will's gar nicht wissen. Der Typ da hinten, der stand gerade noch. Warum? Hallo, warte. Moment, Moment. Alter, der Typ, der stand doch gerade. Alter. Alter, was? Ich will das nicht mehr spielen. Mount Massive 2.0. Versuch's bitte von der anderen Seite. Ja, ich probier's mal. Na, hallo? Alter. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Sag mal, ist das keine Rauchvergiftung, Chris? Was wird mich da unten erwarten? Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erinnert ein bisschen echt an Outlast, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Komm ich? Ne, hier komme ich nicht lang. Wo muss ich denn hier lang vielleicht? Nein. In der Decke sind Schächte. In der Decke sind Schächte. Kann ich hier irgendwas machen? Und jetzt... Nein, krieg ich nicht hin. Kann Aiden mir helfen? Na, hallo? Bist du wohl... So. Na, hallo? So. Guten Abend, Kevin. Willkommen zum Live-Let's Play. Von Beyond Two Souls. Oh Gott, bitte keine Quicktime gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sieht aus wie die Hölle. Wisst ihr, warum mich das jetzt gerade erinnert? Ich demonstriere es mal, ja? Jetzt fehlt nur noch, dass hier so ein Typ auf dem Schreibtisch sitzt und so Sachen sagt wie I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. So let it burn. Das ist so... Das erinnert mich hier gerade sowas von an. Oh, Alter, was? Alter.
Mach doch nicht so was mit mir, ich bin doch jung. Ich will nicht vom Stuhl fallen. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines Stempels. Ach du Scheiße. Eieiei, nee, da darf ich lang. Ich dachte, darf ich nicht. Okay. Na, dreh dich noch viermal im Kreis.